Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview mit Michael Frisch beim Morgenmagazin und wie die Öffentlich-Rechtlichen wieder ihren Auftrag nicht erfüllen, sich Dinge erlauben, die sie sich nicht erlauben dürfen und die AfD benachteiligen. Im Folgenden das ganze Video, danach gehen wir das Interview Stück für Stück durch und gucken, wie Michael Frisch hätte reagieren können und auch sollen, um mehr zu erreichen. Weil 12% für die AfD reichen nicht, um in Deutschland eine Änderung zu bewirken. Die Mitläufer müssen überzeugt werden und dafür muss man etwas anders vorgehen. Jetzt im Folgenden das ganze Interview, danach gehen wir Stück für Stück durch. Und jetzt ist er bei uns, ich begrüße den AfD-Spitzenkandidaten Michael Frisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Frisch, beginnen wir mit einem aktuellen Thema, das nicht nur die Menschen und Sie in Rheinland-Pfalz betrifft. Der Verfassungsschutz will wohl die AfD als Verdachtsfall, Rechtsextremismus-Verdachtsfall einstufen. Wie gehen Sie damit jetzt um im Wahlkampf? Das war ja für uns eine nicht ganz unerwartete Entwicklung. Ich sehe hier eine klare Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes. Der wird von den Innenministern, die ja von den anderen Parteien gestellt werden, gegen uns in Stellung gebracht, um uns jetzt gerade im Wahlkampf politisch zu beschädigen. Würden Inhaltlich, Sie bestreiten, dass es auch in Ihrer Partei immer wieder Politikerinnen und Politiker gibt, auch Führende, die sich grenzwertig rechtsextrem und auch rassistisch äußern? Das würde ich in der Form bestreiten. Es gibt in allen Parteien, nicht nur bei uns, immer wieder mal einzelne Aussagen, die problematisch sind. Darüber muss man reden. Aber das ist natürlich keine Basis, um eine größte Oppositionspartei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Gibt es denn schon Parteiaustritte? Das war ja auch die Befürchtung der AfD. Nein, wir haben da bei unseren Parteimitgliedern eine große Solidarität erlebt. Die Menschen wissen, dass wir eine bürgerlich-konservative und demokratische Partei sind und deshalb stehen die natürlich zur AfD. Lassen Sie uns über das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf sprechen, das Corona-Management der Landesregierung. Nach Umfragen sind mehr als die Hälfte der Menschen in Rheinland-Pfalz ganz zufrieden, wie das die Landesregierung handhabt. Das Land steht auch im Vergleich, was die Fallzahlen angeht, gar nicht so schlecht da. Was sagen Sie? Wir waren am Anfang durchaus der Meinung, dass man sehr vorsichtig mit dieser Pandemie umgehen muss. Es war eine neue Situation, aber spätestens seit dem Sommer hätte man anders agieren müssen. Wir wissen inzwischen, dass es sich um eine Pandemie der alten Menschen handelt. Über 90% der Verstorbenen waren 70 Jahre und älter. Das Durchschnittsalter jetzt in der letzten Welle lag bei 84 Jahren. Man hätte müssen hier diese besonders gefährdeten Gruppen auch besonders schützen müssen. Das ist leider nicht passiert. Stattdessen hat man das ganze Land mit einem Lockdown überzogen. Es kommt mir so ein bisschen vor wie die Feuerwehr, die einen Kellerbrand löscht, indem sie das ganze Haus unter Wasser setzt. Naja, zwischenzeitlich war aber auch das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen bei 60. Also es betrifft nicht nur die Alten. Und Sie haben gesagt, Sie wollen die Risikogruppen schützen. Das sind aber eben nicht nur die Alten, das sind auch kranke Menschen. Menschen mit Asthma, Bluthochdruck zum Beispiel, sollen die denn jetzt bis Ende der Pandemie dann zu Hause bleiben? Oder wie wollen Sie die denn schützen? Also zunächst mal hat natürlich jeder auch eine Eigenverantwortung für seine Gesundheit. Die Situation haben wir im Grunde genommen bei jeder Viruserkrankung, auch bei Grippewellen, ohne dass ich das jetzt gleichsetzen möchte. Auch da gibt es Menschen mit Vorerkrankungen, die in besonderer Weise bedroht sind. Natürlich müssen wir etwas dafür tun, aber die Frage stellt sich, ob es wirklich verhältnismäßig ist, was wir seit Monaten machen mit den ganzen Kollateralschäden für unsere Wirtschaft, für unsere Bildung, aber auch für unsere Grundrechte. Lassen Sie uns über den Wahlkampf noch mal kurz sprechen. Es gibt ein AfD-Wahlplakat mit dem Slogan Deutsche Frau kein Freiwild, kapiert. Ich finde, Sie schüren damit rassistische Ressentiments und suggerieren, dass Rheinland-Pfalz unsicher sei. Dabei ist das Land nach aktueller Kriminalitätsstatistik so sicher wie seit 92 nicht mehr. Warum polarisieren Sie da so in dieser Hinsicht? Also wir greifen ein wichtiges Thema auf, was von den anderen Parteien weitgehend tabuisiert wird, nämlich die stark gestiegenen Zahlen von Übergriffen, vor allem im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung gegenüber unseren Frauen. Was Sie sagen, ist ein genereller Durchschnittswert über die Kriminalität. Aber es nützt ja einer Frau, die bedroht wird oder vergewaltigt wird, nichts, wenn die Fahrraddiebstähle im gleichen Zeitraum zurückgegangen sind. Wir benennen dieses Problem und wir möchten, dass darüber auch offen diskutiert wird. Es ist nicht ganz richtig, was Sie sagen, denn die gestiegenen Fall bei Sexualdelikten hat auch damit zu tun, dass es ein verschärftes Sexualstrafrecht gibt. Viel mehr Delikte gelten jetzt als sexuelle Straftat und damit ist natürlich die Statistik erhöht. Das stimmt nur zum Teil. Und wir reden ja hier auch nicht über irgendwelche harmlosen Anmachen oder Ähnliches, sondern schon über schwere Straftaten. Und da haben wir eine deutliche Erhöhung. Und das ist auch
im Zusammenhang mit der Migration zu sehen. Da gibt es ganz klare Tatbestände in der polizeilichen Kriminalstatistik. Wenn Sie was für deutsche Frauen tun wollen, könnten Sie ja mal in Ihrer eigenen Partei beginnen. Auf Ihrer Landesliste stehen 25 Namen und gerade mal 3 Frauen. Das bedauere ich in der Tat. Wir wollen auch mehr Frauen in unserer Partei fördern, auch in Ämter bringen. Es ist natürlich so, dass viele Frauen offensichtlich kein Interesse daran haben. Sie wählen uns, sie sind auch teilweise in kommunaler Ebene engagiert. Aber in führende Ämter, da ist es in der Tat schwierig. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Frauen sich hier bei uns mehr profilieren. Lassen Sie uns noch zum Schluss über die Umweltpolitik sprechen. Auch wichtig für die Menschen hier in Rheinland-Pfalz. Sie sprechen sich gegen Dieselfahrverbote aus, wollen den Ausbau der Windkraft stoppen. Was will denn die AfD für die Umwelt tun? Wir wollen in erster Linie auf Technologie setzen, auf Forschung und Innovation. Wir haben im Moment das Problem, dass wir die erneuerbaren Energien, die wir grundsätzlich natürlich unterstützen, nicht speichern können. Und Sie können noch 1000 Windkraftanlagen errichten und unsere Landschaft weiter verschandeln. Es wird nichts nützen, solange wir das nicht speichern können. Wir brauchen dann Backup-Kraftwerke mit Kohle und Gas. Teilweise beziehen wir Strom aus Atomkraftwerken aus Belgien und Frankreich. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen erst mal sehen, dass wir diese technischen und physikalischen Probleme in den Griff kriegen. Dann können wir auch eine Energiewende erfolgreich umsetzen. Sagt Michael Frisch, der Spitzenkandidat der AfD. Gehen wir im Folgenden das Interview Stück für Stück durch. Herr Frisch, beginnen wir mit einem aktuellen Thema, das nicht nur die Menschen und Sie in Rheinland-Pfalz betrifft. Der Verfassungsschutz will wohl die AfD als Verdachtsfall, Rechtsextremismus-Verdachtsfall einstufen. Wie gehen Sie damit jetzt um im Wahlkampf? Es ist anzumerken, dass eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen darüber gar nicht berichten dürften, weil es rechtswidrig ist. Weil das Gericht untersagt hat, dass es an die Öffentlichkeit gelangen darf, dass die AfD beobachtet wird durch den Verfassungsschutz. Weil das eine Benachteiligung der Partei ist. Das heißt, jetzt indem der Morgenmagazin Mensch das wieder aufs Tapet bringt, ist das eigentlich ein Rechtsbruch. Jetzt sagen natürlich die ganzen etablierten Medien, ja, wenn jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz das durchgestochen hat, das ist ja nicht unser Problem. Wenn wir die Information bekommen, dann bringen wir es. Das kann man vielleicht den privaten Sendern durchgehen lassen, aber die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Programmauftrag und vor allen Dingen auch Fairness zu gewährleisten. Und wenn Sie diese durchgestochene Information weiterverarbeiten, dann ist das ein eindeutiger Verstoß gegen diese Fairness. Und eigentlich müsste Michael Frisch da schon sofort darauf eingehen, dass diese Frage hier gar nicht gestellt werden darf, dass das schon eine Benachteiligung ist. Und wie gehen Sie damit jetzt um im Wahlkampf? Das war ja für uns eine nicht ganz unerwartete Entwicklung. Ich sehe hier eine klare Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes. Der wird von den Innenministern, die ja von den anderen Parteien gestellt werden, gegen uns in Stellung gebracht, um uns jetzt gerade im Wahlkampf politisch zu beschädigen. Die Unterstellung von Michael Frisch ist so gravierend, dass er sie hier nicht so ruhig vortragen kann. Er hat hier so ein Bein so angewinkelt und wirkt so relativ locker. Das ist zum Teil verständlich, weil für die AfD ist es nichts Besonderes mehr. Sie kennen diese Hatz seit Jahren. Für die Leute aber ist es etwas vollkommen Ungewöhnliches. Und das heißt, er muss dann das entsprechend vortragen. Er kann jetzt nicht so ganz locker sagen, ja, wir haben das erwartet, das ist halt, so machen das halt die anderen Parteien. Das ist unfassbar in einer Demokratie, was hier gerade passiert. Das ist nicht demokratisch. Und dann muss er das in einem anderen Tonfall rüberbringen, wenn er die Leute überzeugen will, wenn er die Leute von seinem Frame überzeugen will, dass es nicht stimmt. Weil wenn er das so sagt, so ruhig sagt, dann denken die Leute automatisch, ja gut, ist klar, der gehört zur AfD. Deswegen sagt er das. Und jetzt kommt ja auch sofort der Einwand von dem Moderator, wie er es auch subtil so hinstellen will. Ja klar, die AfD erzählt jetzt irgendwas. In Wahrheit stimmt es natürlich doch, dass die AfD beobachtet werden muss und dass es alles rechtens ist, was die anderen gemacht haben. Es ist vielleicht juristisch nicht ganz sauber, aber die AfD, es gehört sich ja eigentlich so, dass die AfD beobachtet wird und dann sollen sie sich nicht so haben und es ist dann alles in Ordnung. Sie streiten, dass es auch in Ihrer Partei immer wieder Politikerinnen und Politiker gibt, auch Führende, die sich grenzwertig rechtsextrem und auch rassistisch äußern? Das würde ich in der Form bestreiten. Es gibt in allen Parteien, nicht nur bei uns, immer wieder mal einzelne Aussagen, die problematisch sind. Darüber muss man reden. Aber das ist natürlich keine Basis, um eine größte Oppositionspartei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Er weist jetzt den Vorwurf zurück, was wichtig ist, aber er bleibt nur bei sich. Das ist überhaupt das Problem bei der AfD, bei den Konservativen generell, glaube ich.
Das ist diese Eigenschaft, dass man nur auf sich selbst guckt, an sich selbst arbeitet und gar nicht nach außen guckt. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man sich selbst verbessern will. Deswegen sind die AfD-Leute ja auch in den Berufen erfolgreich. Sie gucken nach den eigenen Fehlern, gucken nicht so sehr nach außen. Sie konzentrieren sich auf sich, was sie besser machen können. Die Linken machen es umgekehrt. Ja, sie gucken auf die Fehler der anderen und wollen dann darauf rumhacken. Sie leben davon, andere schlecht zu machen oder Fehler zu finden und dann das kaputt zu machen, die anderen zu drangsalieren. Sie arbeiten aber weniger an sich und dementsprechend sind sie meistens beruflich auch nicht so erfolgreich. Jetzt hier in der Politik funktioniert das aber nicht. So geht das nicht. Wenn jetzt hier Michael Frisch und die anderen AfD-Leute immer nur auf sich selbst gucken, dann haben die anderen leichtes Spiel, ihre Propaganda durchzubringen. Dann funktioniert diese psychische Manipulation. Michael Frisch muss hier auf den Morgenmagazin-Moderator achten, muss peinlichst darauf achten, was er macht. Nicht auf sich selbst konzentrieren, auf die eigenen Aussagen, natürlich, das macht er nebenbei, sondern er muss jetzt gezielt nach den Fehlern gucken von dem Morgenmagazin-Moderator und muss das oft bearbeiten, sofort in der Sendung. Wie es alles Weidelmann macht. Wenn sich so ein Mensch was erlaubt, aufpassen, es sofort aufgreifen und es gegen ihn verwenden. Das hätte hier Michael Frisch ganz locker machen können. Weil diese Behauptungen, diese Unverhältnismäßigkeit mit den rassistischen Äußerungen, da kann er sofort bringen, kann er sofort das Thema drauf lenken. Wir kriegen ja gar nicht viel mit, aber diesen Kreisparteitag mit den Linken, kann er sofort drauf lenken auf den Kreisparteitag. Oder auf die Altparteien, auf die CDU, was die sich alles erlaubt haben, was da für Leute drin sind. Da lassen sich ja ganz viele Beispiele finden. Zudem ist es so, dass die AfD in den letzten Jahren sehr diszipliniert war und eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen kaum Aktuelles bringen können. Es ist eigentlich alles nur Jahre in der Vergangenheit zurück. Wenn Michael Frisch das alles nicht macht, nur bei der Selbstverteidigung bleibt, dann bleibt automatisch Dreck hängen. Selbstverteidigung ist wichtig, aber es muss in einen Angriff übergehen, wenn man überzeugen will. Weil es auch so wirkt, dass immer wenn man jemanden angreift für etwas, intuitiv, die Leute denken, man selber ist es nicht. Wohingegen, wenn man sich nur verteidigt, immer Restzweifel bleiben. So funktioniert es ja bei den Grünen, bei der SPD. Sie werfen den anderen die schlechten Sachen vor und die Leute halten sie automatisch dann für gut, weil normalerweise ist es ja so, wenn man sich über etwas ärgert, dann ärgert man sich darüber, weil man es selbst nicht so macht, weil man es selbst nicht gewohnt ist. Und das insinuieren die Leute so. Die denken dann, der macht den Vorwurf, deswegen ist er selber gut. Das heißt, das ist natürlich dann intuitiv die schlimmste Täuschung, die die Grünen machen. Das heißt, sie wissen genau, sie machen es selbst, die sind selbst so und projizieren es auf die anderen. Wissen, dass sie selbst so sind. Das ist eigentlich ganz, ganz besonders widerlich. Aber hier muss die AfD professionell sein, wenn sie Erfolg haben will. Sie muss diese Methoden kennen, muss nach außen gucken, muss die Schwachstellen aufgreifen, muss draufgehen. Auch wenn einem das selber nicht so liegt und man das selber nicht so machen will, man muss sich hier professionalisieren. Und dann hat das ganze Problem ganz schnell ein Ende. Gibt es denn schon Parteiaustritte? Das war ja auch die Befürchtung der AfD. Nein, wir haben da bei unseren Parteimitgliedern eine große Solidarität erlebt. Die Menschen wissen, dass wir eine bürgerlich-konservative und demokratische Partei sind und deshalb stehen die natürlich zur AfD. Lassen Sie uns über das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf sprechen, das Corona-Management der Landesregierung. Nach Umfragen sind mehr als die Hälfte der Menschen in Rheinland-Pfalz ganz zufrieden, wie das die Landesregierung handhabt. Das Land steht auch im Vergleich, was die Fallzahlen angeht, gar nicht so schlecht da. Was sagen Sie? Wir waren am Anfang durchaus der Meinung, dass man sehr vorsichtig mit dieser Pandemie umgehen muss. Es war eine neue Situation, aber spätestens seit dem Sommer hätte man anders agieren müssen. Wir wissen inzwischen, dass es sich um eine Pandemie der alten Menschen handelt. Über 90% der Verstorbenen waren 70 Jahre und älter. Das Durchschnittsalter jetzt in der letzten Welle lag bei 84 Jahren. Man hätte müssen hier diese besonders gefährdeten Gruppen auch besonders schützen müssen. Das ist leider nicht passiert. Stattdessen hat man das ganze Land mit einem Lockdown überzogen. Es kommt mir so ein bisschen vor wie die Feuerwehr, die einen Kellerbrand löscht, indem sie das ganze Haus unter Wasser setzt. Hier hätte Michael Frisch das Thema lenken können. Auf die ganzen Leute, die nicht gehört werden. Auf die systematische Meinungsunterdrückung. Weil das ist es ja, worum es geht, was das Wichtige ist. Dass hier Leute ausgegrenzt werden aus dem Diskurs. Dass die Meinungsbildung massiv gestört ist. Mit den Demonstrationen am 1. August, am 29. August, wie sie verfälscht wurden mit der Teilnehmerzahl. Wie Dinge nicht berichtet wurden am 1. August, die Polizei, wie sie vorgegangen ist. Auch am 29. generell False-Flag-Aktion der Antifa.
wird von den Medien gar nicht thematisiert. Und wie gesagt, die vollkommene Ausgrenzung. Spitzenwissenschaftler wie John Ioannidis in der Diskussion kommen sie überhaupt nicht vor, obwohl es wichtigste, relevanteste Arbeiten sind über die Corona-Maßnahmen, über die Lockdowns, dass die bisherigen Lockdowns nicht gewirkt haben. Die Sterblichkeit mit 2,6-fach gegenüber der normalen Grippe, dass es in der Vergangenheit 2017, 2018 auch Grippewellen gab, wo die Sterblichkeit im Vergleich zur normalen Grippe deutlich erhöht war und man eigentlich das erstmal vergleichen muss. Wenn man so argumentiert, diese ganzen Fakten bringt, diese Themenlenkung betreibt, dann wird dem Zuschauer ganz klar offensichtlich, dass es unverhältnismäßig ist. Hier hat leider Michael Frisch auf diese ganzen wichtigen Fakten verzichtet. Die Auftritte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, überhaupt im Fernsehen, vor einem großen Publikum sind so rar. Und die AfD hat, glaube ich, immer noch nicht erkannt, in weiten Teilen, wie wichtig diese Auftritte sind, um Informationen zu verbreiten. Dass es nur, man an die Bevölkerung nur jetzt rankommt, außer mit Flugblättern. Und das ist hier einfach zu locker. Er denkt, er kann jetzt hier, er macht keine Fehler und dann ist alles gut und dann hat er einen tollen Auftritt hingelegt. Nein, das reicht bei weitem nicht. Er muss hier die Journalisten entblößen, muss die ganzen Fakten an die Öffentlichkeit transportieren. Naja, zwischenzeitlich war aber auch das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen bei 60. Also es betrifft nicht nur die Alten. Und Sie haben gesagt, Sie wollen die Risikogruppen schützen. Das sind aber eben nicht nur die Alten, das sind auch kranke Menschen mit Asthma, Bluthochdruck zum Beispiel. Sollen die denn jetzt bis Ende der Pandemie dann zu Hause bleiben? Oder wie wollen Sie die denn schützen? Also zunächst mal hat natürlich jeder auch eine Eigenverantwortung für seine Gesundheit. Die Situation haben wir ja im Grunde genommen bei jeder Viruserkrankung, auch bei Grippewellen, ohne dass ich das jetzt gleichsetzen möchte. Auch da gibt es Menschen mit Vorerkrankungen, die in besonderer Weise bedroht sind. Natürlich müssen wir etwas dafür tun, aber die Frage stellt sich, ob es wirklich verhältnismäßig ist, was wir seit Monaten machen mit den ganzen Kollateralschäden für unsere Wirtschaft, für unsere Bildung, aber auch für unsere Grundrechte. Wie gesagt, ist hier das Entscheidende. Klar kann man einfach sagen, es ist unverhältnismäßig. Aber dann muss man im gleichen Klang muss man die Fakten bringen, warum es so ist. Die AfD muss mit der Tatsache umgehen, dass die Fakten verzerrt an die Öffentlichkeit transportiert werden. Und auch es reicht auch nicht, wenn alle Fakten einmal gebracht wurden, sondern es kommt dann auch auf die Gewichtung an, wie damit umgegangen wird. Es kann schon sein, dass alles mal kurz irgendwann kam in den Öffentlich-Rechtlichen. Wichtige Dinge, wie die WHO-Studie von John Ioannidis. Nur die kommt dann einmal im November ganz kurz, da wird sie nie wieder erwähnt. Dann haben es alle vergessen. Das heißt, auch wenn jetzt Fakten schon mal gebracht wurden, das ist auch kein Argument, dass man den Öffentlich-Rechtlichen durchgehen lassen kann, dass sie damit ihre Pflicht erfüllt haben, sondern es ist dann die Gewichtung, wie in Diskussionen, wie ausgewogen damit umgegangen wird. Auch inwieweit informiert wird, Fakten gegeneinander gelegt werden, aufgeklärt wird, eine Übersicht geschaffen wird oder einfach Dinge als Grundvoraussetzung angenommen werden, nämlich dass der Lockdown richtig ist und dann nur noch auf dieser Basis dann diskutiert wird und eigentlich nur Panik geschürt wird, wie es in den vergangenen Monaten geschehen ist. Dass einfach angenommen wird, der Lockdown, das ist richtig so. Da gibt es gar keine Alternative und die Vergleiche mit Schweden, Texas und ganz vielen anderen Regionen, die kommen irgendwann mal kurz, aber dann nimmt man einfach trotzdem an, ja, das mit dem Lockdown, das ist einfach richtig. Und tut so, als gäbe es diese Fakten gar nicht. Und die entsprechenden Leute werden sowieso nicht eingeladen von Querdenken und von anderen Gruppierungen. Deswegen muss Michael Frisch immer wieder die Gelegenheit nutzen, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Wiederholung ist relevant. Wie viele es sagen und wie oft es wiederholt wird, auch wenn die Fakten schon einmal kurz gebracht wurden, ist es wichtig, sie zu wiederholen, weil das eben psychologisch wirkt. Genauso wie es ja auch gegen die AfD wirkt, wenn immer ständig alle sagen, die AfD ist schlecht, dann setzt sich das im Unterbewusstsein fest von den Leuten. Lassen Sie uns über den Wahlkampf noch mal kurz sprechen. Es gibt ein AfD-Wahlplakat mit dem Slogan Deutsche Frau kein Freiwild, kapiert. Ich finde, Sie schüren damit rassistische Ressentiments und suggerieren, dass Rheinland-Pfalz unsicher sei. Dabei ist das Land nach aktueller Kriminalitätsstatistik so sicher wie seit 92. Dieses, ich finde, darf die AfD diesen Leuten nie durchgehen lassen. Weil das ist ein ganz wichtiger Trick, den die Linken schon seit Jahrzehnten anwenden. Dieses Interpretationsspiel. Ah ja, hier ist ein Plakat und daraus lese ich dann das und das ab. Und das ist dann rassistisch. Sagen wir, man macht dann über 5 Ecken, nutzt man den Interpretationsspielraum aus und sagt dann, ja, das finde ich rassistisch.
Das heißt, Michael Frisch kann Ihnen sofort antworten, wir machen hier kein rassistisches Statement, behalten Sie Ihre Interpretation für sich. Es ist auch so ein widerliches Spiel, dass die AfD-Leute, das wir von uns aus nicht betreiben. Wir könnten jetzt auch irgendwelche Aussagen nehmen von den Linken, wir müssten eigentlich gar keine Aussagen irgendwie mehr noch verdrehen, wie jetzt bei dem Kreisparteitag mit den Reichen, mit den 1%, die ins Arbeitslager geschickt werden sollen, da muss man gar nichts mehr verdrehen. Aber selbst man könnte jede Aussage nehmen von irgendeiner SPD, Grünen, könnte es dann so drehen, dass es extremistisch ist. Das klingt jetzt erstmal ganz unwahrscheinlich. Aber weil wir das nicht gewohnt sind, weil wir sowas Ekelhaftes nicht machen. Aber wenn man einfach irgendwas nimmt, es verdreht und sagt, ja, ich interpretiere das jetzt so und so und man darauf beharrt und es ständig wiederholt wird, dann ist es am Ende so. Man muss es nur oft genug wiederholen, dann wird es wahr. Und hier bei dem Plakat ist ja vollkommen offensichtlich. Es ist das Problem bekannt, man muss nur an die Silvesternacht von Köln erinnern. Da kann er ja auch schon drauf kommen. Dass wir ein Problem haben, dass einige Muslime die Rechte der Frau nicht anerkennen. Das ist ein Problem, das offensichtlich ist, auch jetzt gerade aus dem Kulturraum, man weiß ja, wie es in den Ländern ist. Und jetzt daraus zu konstruieren, weil man dieses Plakat macht, zu sagen, hat man grundsätzlich was gegen diese Menschen, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Interpretation, die unzulässig ist. Aber es wiederholen alle Linken, auch dieser Moderator und alle Parteien, machen das einfach. Und weil es alle machen, denkt dann der Michael Frisch oder die AfD-Leute, das ist okay, das kann man so machen. Nein, das kann man nicht so machen. Sondern die machen es einfach so, kollektiv, und dadurch schaffen sie sich selbst die Legitimation, so eine Unterstellung zu machen. Und das darf man überhaupt nicht aufkommen lassen, sondern muss man auf den Tisch das Ganze bringen, wenn man die Leute überzeugen will, wie diese Mechanismen funktionieren. Dass für sie das nur okay ist, dass es für sie okay ist, weil sie es gewohnt sind, weil es alle wiederholen. Es aber von sich heraus überhaupt nicht okay ist. Und es im Gegenteil extrem widerlich ist. Nicht mehr. Warum polarisieren Sie da so in dieser Hinsicht? Also wir greifen ein wichtiges Thema auf, was von den anderen Parteien weitgehend tabuisiert wird, nämlich die stark gestiegenen Zahlen von Übergriffen, vor allem im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung gegenüber unseren Frauen. Was Sie sagen, ist ein genereller Durchschnittswert über die Kriminalität. Aber es nützt ja einer Frau, die bedroht wird oder vergewaltigt wird, nichts, wenn die Fahrraddiebstähle im gleichen Zeitraum zurückgegangen sind. Wir benennen dieses Problem und wir möchten, dass darüber auch offen diskutiert wird. Michael Frisch legt das hier alles sehr schön dar, Sachargument, sehr gut sachargumentiert. Das Problem ist die Bevölkerung in Deutschland. Und das sind im großen Teil Mitläufer, die zwischen den Zeilen lesen. Und da nutzt die beste Argumentation nichts. Wenn jetzt der Moderator damit davonkommt, er dafür nicht angegriffen wird, er sich dann nicht rechtfertigen muss, sondern sozusagen der Moderator in der Richterrolle bleibt und Michael Frisch derjenige ist, der sich rechtfertigt, dann hat der Moderator und die ganzen anderen Linken haben die Moralhoheit, sind über die AfD gestellt. Sozusagen der AfD, die sind die Kleinen, die sich vor den anderen rechtfertigen müssen. Man kommt aus dieser Situation nicht raus, wenn man nur sachlogisch argumentiert, sondern man muss das Verhalten der Journalisten beleuchten, was er hier gemacht hat, dass es unzulässig ist. Nur dann kommt man über die jetzigen 10% hinaus. So wie es jetzt weitergeht, da bleibt man bei 10%, dann wird man verboten, dann werden wir irgendwann verfolgt und werden umgebracht. So läuft das dann. Es ist nicht ganz richtig, was Sie sagen, denn die gestiegenen Fall bei Sexualdelikten hat auch damit zu tun, dass es ein verschärftes Sexualstrafrecht gibt. Viel mehr Delikte gelten jetzt als sexuelle Straftat und damit ist natürlich die Statistik erhöht. Das stimmt nur zum Teil. Und wir reden ja hier auch nicht über irgendwelche harmlosen Anmachen oder Ähnliches, sondern schon über schwere Straftaten. Und da haben wir eine deutliche Erhöhung und das ist auch im Zusammenhang mit der Migration zu sehen. Da gibt es ganz klare Tatbestände in der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch hier ist es sehr gut, dass er Bescheid weiß, er das gerade rückt. Und er geht jetzt wieder davon aus, die Leute denken sich ihren Teil. Er muss jetzt den Moderator nicht angreifen für das, was er gemacht hat. Er rückt jetzt hier die Fakten richtig. Und dann sehen die Leute, aha, der hat das jetzt nicht richtig gesagt. Bei den Mitläufern, das funktioniert nicht. Und die meisten Leute in Deutschland sind Mitläufer. Wenn er hier punkten will, dann muss er wieder selbst sagen, sie haben uns angegriffen, haben es bewusst verzerrt. Sie haben mir gesagt, ich würde hier Blödsinn erzählen, haben mir Falschunterstellungen gemacht. Das ist aber unrichtig und das haben Sie auch gewusst, dass ich hier nichts Falsches gesagt habe. Sie haben es aber so dargestellt, dass ich hier was falsch dargestellt habe. Und das ist absolut unredlich.
Das muss er hier vor der Kamera sagen, mehr oder weniger, deutlich. So wie es Alice Weidel auch zum Teil macht. Alice Weidel müsste es auch noch viel mehr machen. Also wenn ich mich jetzt gerade zum Beispiel an alte Talkshows bei Anne Will erinnere. Der Journalist, wenn er sich irgendwas erlaubt, wo man drauf rumhacken kann, sozusagen, oder was man, was heißt drauf rumhacken, was zu kritisieren ist, dann muss man sofort draufgehen und das kritisieren und das ihn sozusagen dafür lächerlich machen, mehr oder weniger, dass er das gemacht hat. Weil er geht in ein Risiko ein. Wenn er das macht, er weiß ja ganz genau, dass es verzerrt ist. Wenn jetzt der AfD-Mann nichts sagt, dann kommt er durch, dann bleibt Dreck hängen, dann wirkt das vor den Mitläufern. Wenn Michael Frisch es aber aufgreift und ihn dafür zur Rechenschaft zieht, dann hat er verloren. Dann steht er schlecht da. Wenn deutsche Frauen tun wollen, könnten sie ja mal in ihrer eigenen Partei beginnen. Auf ihrer Landesliste stehen 25 Namen und gerade mal 3 Frauen. Das bedauere ich in der Tat. Wir wollen auch mehr Frauen in unserer Partei fördern, auch in Ämter bringen. Es ist natürlich so, dass viele Frauen offensichtlich kein Interesse daran haben. Sie wählen uns, sie sind auch teilweise in kommunaler Ebene engagiert. Aber in führende Ämter, da ist es in der Tat schwierig. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Frauen sich hier bei uns mehr profilieren. Lassen Sie uns noch zum Schluss über die Umweltpolitik sprechen, auch wichtig für die Menschen hier in Rheinland-Pfalz. Sie sprechen sich gegen Dieselfahrverbote aus, wollen den Ausbau der Windkraft stoppen. Was will denn die AfD für die Umwelt tun? Wir wollen in erster Linie auf Technologie setzen, auf Forschung und Innovation. Wir haben im Moment das Problem, dass wir die erneuerbaren Energien, die wir grundsätzlich natürlich unterstützen, nicht speichern können. Und sie können noch 1000 Windkraftanlagen errichten und unsere Landschaft weiter verschandeln. Es wird nichts nützen, solange wir das nicht speichern können. Wir brauchen dann Backup-Kraftwerke mit Kohle und Gas. Teilweise beziehen wir Strom aus Atomkraftwerken aus Belgien und Frankreich. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen erst mal sehen, dass wir diese technischen und physikalischen Probleme in den Griff kriegen. Dann können wir auch eine Energiewende erfolgreich umsetzen. Für uns ist es sehr sympathisch, dass er die ganzen Dinge ruhig anspricht. Aber hier hätte er natürlich die Altparteien für die Politik auch mehr angreifen können, für den hohen Strompreis. Wenn er in die Offensive geht, dann bringt er die anderen in Bedrängnis. Klar, indirekt bringt er sie natürlich jetzt in Bedrängnis. Wir denken darüber nach. Wir kennen die Fakten. Wir finden das natürlich schlecht. Wir politisch Aktiven bilden uns unsere Meinung aufgrund der Fakten. Aber das gilt eben nicht für die Mitläufer. Für die ganzen Leute, die nicht bei einer Partei bleiben, das kann man ja sehen, wie sich die Umfragen dauernd ändern. Dann ist mal ein CDU-Mann, macht mal ein bisschen Blödsinn, dann gehen die Leute wieder zu den Grünen, dann gehen sie zu der CDU zurück, dann geht es zur SPD. Man sieht ja, wie die Leute von Wahl zu Wahl immer so ein bisschen schwanken, ganz viele Leute. Und das sind die Mitläufer zum großen Teil, die sich dann von den Auftritten beeinflussen lassen. Es ist ja auch generell die Frage, was ist jetzt der Sinn von diesen ganzen Auftritten, von Talkshows, von diesen Interviews? Weil eigentlich, man hätte doch ein Parteiprogramm, man hat doch ein Parteiprogramm, da kann man alles nachlesen. Aber das sind Arenen, da geht es um Kampf im Grunde. Das sind Kampfarenen. Und da wollen die Leute genau gucken, wie verhalten sich die Leute. Zwischen den Zeilen lesen. Wer ist dominant? Wer ist nicht dominant? Dachten die Leute auf diese ganzen Kleinigkeiten, um die Hierarchie auszumachen. Um auszumachen, wem man hinterherläuft als Mitläufer. Und es ist so, dass die Deutschen oder überhaupt die Leute generell, Demokratie ist was Außergewöhnliches. Sondern eigentlich sind die Leute sehr autoritätsgläubig. Und dieses ganze Gerede von Toleranz und wie die Grünen jetzt so rumtun, das ist alles extrem verlogen. Die Grünen und die SPD und diese ganzen Leute, die sind in Wahrheit sehr autoritär. Besonders die Grünen. Und so verhalten sie sich auch. Das konnte man ja auch sehen, als Clemens Kilic bei Annalena Baerbock einen Witz gemacht hat. Am 1. September Grün wählen für Stuttgart. Und Blau wählen für Deutschland und Sachsen. Am 1. September Grün wählen für Stuttgart. Und Blau wählen für Deutschland und Sachsen. Die hat sofort seine Kamera ihm entrissen und hat die Polizei gerufen. Das ist sofort dieses autoritäre Denken. Und so sind diese ganzen Leute, die jetzt die Linken wählen. Die brauchen sozusagen eine harte Hand, sonst akzeptieren sie einen nicht. Deswegen darf die AfD sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Es sind wie, Kunde, die Leute sind wie so Schulkinder, die in der Schule Quatsch machen. Da muss der Lehrer immer genau auf die Schüler aufpassen und muss sozusagen darauf achten, dass sie ja, diszipliniert sind. Und dann am Ende
finden die ganzen Kinder dann auch die Lehrer gut, die dann, die, ja, wo sie nicht machen konnten, was sie wollen. Im Grunde so kann man das hier übertragen. Dass man die Leute im Grunde behandeln muss, die anderen, diese ganzen Linken behandeln muss, auf eine gewisse Art wie Kinder, die ihre Grenzen austesten, indem man die Grenzen aufzeigen muss. Und wo man selber die Grenzen stecken muss. Wie auch jetzt hier in solchen Interviews. Mit so Interviews wie jetzt, wie gesagt, die AfD wird sich bei 12% halten können oder bei 10%. Aber 10% gegen 80-90% kann man sich am Ende denken, wie es ausgeht. Das reicht nicht aus. So werden die ganzen AfD-Mitglieder in Bedrängnis kommen, Probleme bekommen, stigmatisiert werden. So wird die Demokratie nicht halten. Da ist mehr notwendig, indem man es wie beschrieben macht, dass man das Fehlverhalten aufdeckt, sich auf das Fehlverhalten der anderen konzentriert und es aufdeckt und sie damit nicht davon kommen lässt. Das liegt uns intuitiv nicht, aber das muss man ganz professionell machen, um etwas zu erreichen, um eine Veränderung zu bewirken. Und dann sind ganz locker, sind dann 30%, 40%, 50% möglich. Ganz sicher, die Stimmungswende komplett, dass 50% AfD wählen, das ist alles möglich. Das ist alles ganz locker möglich. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Ich möchte mich für alle Spenden ganz herzlich bedanken. Ihr helft, den Kanal am Leben zu erhalten. Wenn ihr auch spenden wollt, hier sind die Spendenangaben. Sie sind auch unten in der Beschreibung. Vielen Dank. Macht's gut.